über den Wolken. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian's How to Play the Day mit dem Hut. Ich begrüße euch, jetzt gerade ist es mit mir durchgegangen, einfach den Text mitgesprochen. Wir machen Über den Wolken von Reinhard May, deutscher Klassiker, sag ich mal, an der Zupf- und Akustikgitarre. Ich habe jetzt vorhin so ein bisschen diese Picking-Struktur gespielt und ganz am Ende noch so ein bisschen so einen Anschlag. Aber das machen wir später im Video. Hauptsächlich beziehe ich mich auf diese Ursprungsversion von ihm. Nicht auf diese Schlagerversion, sondern seine Ursprungsversion. Und da hört man nämlich auch so ein Picking. Was er da genau pickt, das ist nicht ganz so sicher, weil es gibt keine Originalnoten von ihm. Und ich habe hier so ein Picking-Muster entwickelt, was wir auch hier im Unterricht eigentlich ganz gut benutzen können. Wenn ihr dazu Detailfragen habt bei von der Lesson, ja, ihr könnt mich privat, könnt mich buchen für Webcam- und Videounterricht, da kann ich euch dann Tipps geben und euch auf jeden Fall da anleiten, weil manchmal braucht man einfach einen externen Tipp und dadurch, dass ich ja hier die Videos mache, liegt das ja nah. Ne? Da kriegt ihr dann auch die Tabs dann kostenlos dazu und so weiter und so fort. Ne? Ansonsten klickt hier auf Mag ich, beziehungsweise wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt, auf Abonnieren und wer möchte, kann gerne bei Facebook vorbeikommen und mich da dann adden. So, wir gehen jetzt mal direkt in die Noten rein. Umfangreich ist es nicht, allerdings das Picken an sich bedarf vielleicht etwas Übung. Aber gut, wir gehen jetzt direkt rein. Okay, also wir spielen jetzt bei der Strophe oder das Intro, wo er dann so singt: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen. Ist geil, auf jeder Schlagerparty muss dieses Lied gespielt werden. Okay, aber wir haben zuerst ein A-Moll. A-Moll wird gegriffen, zweite Bund auf dem, also mit dem Mittelfinger, zweite Bund auf der D-Seite. Ringfinger, zweite Bund G-Seite, Zeigefinger, erste Bund H-Seite und dann ab der A-Seite runter. Dann D, Zeigefinger, zweite Bund G-Seite, Ringfinger, dritte Bund auf die H-Seite, Mittelfinger, zweite Bund auf die E-Seite. Also 2G, 3H, 2E und dann das G, erstmal so, ich habe es im Video jetzt so gegriffen. Ja, normalerweise wird es immer so gelehrt, also Mittelfinger, dritte Bund auf die E-Seite, Zeigefinger, zweite Bund A, kleine Finger, dritte Bund E-Seite. Wie gesagt, ich habe es jetzt im Video so gespielt, damit wir hier noch den Zeigefinger noch mit variieren können. Dann geht er mit dem Ringfinger in den dritten Bund auf die E-Seite, Mittelfinger, zweite Bund, A-Seite und kleiner Finger, dritte Bund auf die E-Seite. Okay, so das wäre das G. Ihr könnt jetzt auch erstmal so spielen, also dieses einfach erstmal von oben nach unten und dann G. G wird immer doppelt gespielt. Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, einfach nur so zu spielen, auch wenn es A, Moll, D und G ist, aber es ist die ganze Zeit halt so durch. Der Trick dabei ist jetzt nämlich dieses Picking-Muster. Wir gehen das Picking-Muster mal durch. Wir sehen jetzt hier im Video. Und wir spielen zuerst die A-Seite, dann die G-Seite. Ja, wir gehen erstmal über die Seiten, ja. Das A-Moll halten wir einfach gegriffen. So, und wir spielen A, G, E,
H, G. So, Daumen, A-Seite, Zeigefinger, G-Seite. Ringfinger, E, Mittelfinger, H, Zeigefinger, G. Könnt ihr auf meiner Handcam ganz gut sehen. Moment, da muss ich ja mal noch ein bisschen was einstellen. So. So, aber wir spielen jetzt nicht einfach so, dim, 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 sondern wir haben einen bestimmten Rhythmus. Ja, der geht so. Bam, ba, ba, da, dam, bam. Ja, die G-Seite wird kurz gespielt, also A wird lang, G-Seite kurz, dann E-Seite lang, H-Seite wieder kurz und die G-Seite wieder lang. Lang, kurz, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang. Ja, wenn wir auf die Noten mal achten, Achtel, Sechzehntel, Achtel, Sechzehntel, Achtel. Ja, wer sich ein bisschen mit Noten auskennt, sieht das dann sofort. So, dann geht's auf das D. Eigentlich genau die gleiche Struktur, allerdings jetzt die Bassnote ändert sich natürlich. Wir spielen jetzt das D hier auf der D-Seite und dann G, E, H, G, D, G. Okay, der Wechsel wird natürlich schwierig sein. So, zweimal das Ganze dann auf das D. Okay. Ihr könnt jetzt auch bei dem A könnt ihr noch so ein bisschen variieren. Könnt ihr jetzt immer die verschiedenen Bassnoten spielen, also hier A und dann vielleicht die D-Seite dazu. Also so. Hier beim D dann irgendwie D und dann A. Wie ihr das möchtet, ja. Da sind der Kreativität des Zupfens sind da keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr wirklich anders auch, ihr könnt auch anders zupfen, also andere Struktur, anderen Rhythmus, geht alles. Ne? Nur dieser Grundrhythmus ist eigentlich ganz cool. Den kann man auch später beim Anspielen, beim Anschlag, machen wir gleich auch noch, der spiegelt sich da halt dann wieder. Und wenn wir jetzt, also wir spielen A-Moll, dann D und dann auf das G. Das G spielen wir dann aber so. Jetzt nicht so, sondern so, weil wir müssen später hier mit dem Zeigefinger variieren. Wir gehen aber erstmal, spielen wir hier die Reihe. Dann auch wieder G, E, H, G. So, und ihr seht auch hier schon in den Noten eine 1 drin. Könnt ihr direkt am Anfang so spielen. Ich werde euch jetzt gleich noch eine etwas schwierigere Picking-Struktur zeigen. Die habe ich jetzt nicht abgetappt, aber die werde ich euch so dann erklären und zeigen. Ja, die habe ich auch im Einspieler gespielt. Okay, also mal A-Moll, D und G mal zusammen. Also. Ja, G doppelt und wieder A-Moll. Jetzt habe ich schon ein bisschen variiert. Okay, ja, ihr könnt einfach auch mal zwischendurch von dem Akkord andere Noten mit reinbringen. Das bringt da auch ein bisschen Farbe und ein bisschen Leben rein. Ansonsten klingt sehr starr und unorganisch. Ja, zupfen ist einfach, ihr müsst locker sein. Ja, ihr müsst versuchen, auch hier rechts schön versuchen, macht euch da Fingerübung oder spielt einfach die Akkorde immer, ne, dass die rechte Hand schön weich wird. So, jetzt mal zum alternativen Picking-Muster. Ja, das, was ich so bei ihm raushöre, ist halt zum Beispiel bei dem A-Moll, dass er zwischendurch hier, dass er dann den Zeigefinger anhebt, also er spielt die H-Seite leer an und macht ein Hammer-On auf den ersten Bund. Ja, ich mache das dann. Ja, das ist schwierig vom Timing, ne?
Dann gehe ich auf das D. Ja, und da mache ich genau das gleiche mit dem Zeigefinger. Auch anheben, auch die G-Seite, also die G-Seite und dann auf die 2. Ja, vom Amor. Und dann nehme ich hier sogar noch den kleinen Finger mit dazu. Okay. Ja, und da könnt ihr einfach Zeigefinger draufheben, wieder ab, drauf und irgendwas hier zupfen, ne? Variiert einfach. Spielt ein bisschen mit der Gitarre rum, ja? Und dann kann man sehr schöne Sachen daraus zaubern, ja? A-Moll, D, G. Wenn wir jetzt, also den Akkordanschlag machen wir gleich noch. Der wird eigentlich verhältnismäßig leicht sein. Wir gehen jetzt direkt mal in den Chorus rein. Ganz am Ende der Strophe hören wir dann mal auf mit dem G, ja, wir spielen dieses A-Moll. Und bam, einmal ganz kurz, einmal durchstreichen und dann ist fertig. Dann über den Wolken singt er, ne? Über den Wolken. Und dann erst bei Wolken steigen wir ein, über den Wolken. Und dann spielen wir ein A-Moll 7. Ein A-Moll 7 wird jetzt so gespielt wie das normale A-Moll. Nur, dass wir jetzt den kleinen Finger hier in den dritten Bund auf die E-Seite packen. Brim. Ja? Ja? Ansonsten ändert sich nichts. A-Moll 7 zweimal. Ja? Dann das D 7. Zeigefinger kann stehen bleiben. Der Mittelfinger geht jetzt auf den zweiten Bund auf die G-Seite. Ringfinger geht zweite Bund auf die E-Seite. Ändert sich auch nichts. Ja, D7 müsste aber jeder eigentlich kennen. Ja, wie so ein Dreieck. 2 auf der G, Zeigefinger, erste Bund auf der H und Ringfinger, zweite Bund auf der E-Seite und dann auch gleich einfach so weiterspielen. So, dann kommt das G. Also wir sind gerade über den Wolken. Ne, über den Wolken. Ne, mit A-Moll 7. Jetzt muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Weil da können wir wieder das G. So, und das G wird jetzt aber nicht viermal gespielt, sondern fünfmal. Ja, Obacht! Obacht bei dem G, grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen. Und bevor man zu den Sorgen kommt, dass wieder auf dem A-Moll 7 gespielt wird, hat man fünfmal das G gespielt. Ja, also 1, 2, 3, 4. Da wäre normalerweise Schluss und wir spielen es nochmal. 5. Und dann wieder das Amosi. Über Sorgen sagt man, blieben darunter verborgen. Ich muss mir übrigens für meine E-Seite entschuldigen, die schnarrt seit kurzem im dritten Bund. Muss ich mal anschauen, woran das liegt. So, also verborgen, da G und da wieder ganz normal das G gespielt, zweimal nur, weil wir dann auf ein C gehen, ja. Und dann gehen so diese Violinen, würde was uns groß und wichtig erscheint, würde was uns groß und wichtig erscheint. Da könnte bei dem C, könnte ähnlich picken wie beim A-Moll. Ja, ungefähr so, wichtig erscheint und D plötzlich nichtig und klein. Dann wieder das G, einmal kurz durchstreichen und dann geht's wieder bei dem Vers los. Ja, dann singt er, ich sehe noch lange nach, Sehe sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regen grau verschimmen. Übrigens, damals, das waren noch richtige coole Texte, oder nicht, ne? Jetzt, wenn man sich die Lieder heutzutage anschaut, da haben die Leute ja noch nicht mal Lust zu reimen. Oder mal wirklich den Wortlaut mal ein bisschen abstrakt, hier, so wie hier jetzt, ne?
Da mit unter nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Das ist richtig, richtig cool gemacht, ne? Oder alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Das ist richtig, richtig tolle deutsche Text- und Liedkunst. Reinhard May! Ich habe ihn leider noch nie live gesehen. Meine Freundin, bzw. Frau, findet ihn ganz gut. Damals mal so Schallplatten von ihm gehört. So, wir machen nochmal einmal ganz kurz, nämlich jetzt den Anschlag von der Gitarre. Der wird eigentlich genauso gespielt wie das Picking-Muster. Ich spiele das immer so. Nur halt schneller, ne? Ne, dieses bam ba 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 da bam ba 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 da bam ba da ba da bam ba da ba da dam da 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 da. Ja, das können wir dann auch mit in den Chorus mit reinsetzen. Und hier, übrigens beim D7, könnt ihr auch immer hier mit dem Kleinfinger noch arbeiten. Oder beim A-Moll. Beim A-Moll 7. Irgendwie so mit dem hier auf die H-Seite geht auch, ne? Hört sich alles ganz cool an. Ja. Ansonsten ist es eigentlich die ganze Zeit immer Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus. Ja. Das wäre eigentlich schon das ganze Lied von Reinhard May über den Wolken. Über den Wolken. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, wir haben jetzt über den Wolken gespielt. Wie gesagt, es ist vom Picking her gar nicht mal so einfach. Aber nehmt euch diese Ursprungsversion von einem Lied und dann könnt ihr das ganz gut mitüben. Ja, so schnell ist das nicht. Wenn ihr mal guckt, die verschiedenen Live-Versionen von ihm. Mein Gott, wie schnell er das spielt. Und immer auch anders. Dann mal mit Schlagzeug, dann mal ohne. Und. Es ist wirklich verwirrend dann, deswegen nehmt diese alte Ursprungsversion, die kriegt man übrigens ganz gut auf Spotify, ja. Wenn ihr Detailfragen habt, wenn ihr irgendwelche Sachen zum Anschlag, zum Picking-Muster oder sowas, ja, nutzt meinen Webcam-Unterricht, bucht mich da, dass wir das mal durchgehen, dass ich mir das anschaue, wie ihr das spielt, da kann ich euch wirklich sehr, sehr viele Tipps geben, ja. Alles Mögliche findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung, das Lied, den Link zu meinem Infovideo und, ja. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Lernen, viel Erfolg und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.